das hier ist jetzt ein Bagger, wie ich mir den vorstelle. Naja, so ganz so kann man es nicht sagen. Sie stehen hier immerhin vor dem Bagger mit 10 Alleinstellungsmerkmalen, die wir schon vor der Bauma und auch nach der Bauma präsentieren dürfen. Was sind denn die Alleinstellungsmerkmale? Ich will nur mal die wichtigsten nennen, sind einmal der kurze Hecküberstand. Mhm. Wir haben den kürzesten Hecküberstand am Markt überhaupt. Dieser MX-14 zum Beispiel hat einen Hecküberstand von 1,55 Meter. Ja. Und hinzu kommt, und das ist der extreme Unterschied zu allen anderen Herstellern, der kürzeste vordere Schwenkradius. Das heißt, dass der mit seiner Schaufel hier so dicht rankommt? Oder? Das haben Sie sehr gut erkannt. Wir haben hier eine ganz besondere Armkinematik in diesem Bagger. Ja. Und die Maschine kommt also mit ihrem Arbeitswerkzeug ganz, ganz nah an die Maschine ran. Sie kann quasi unter sich selbst baggern. Sie kann sich selber den Boden weggraben. Wenn man das so will, ja. Aber der große Vorteil, rede sehr viel mit unseren Kunden. Und der große Vorteil ist einfach, dass wir mit dieser Armkinematik zum Beispiel einen LKW, der neben uns steht, beladen können. Okay. Weil so, der Bagger kann seinen Arm ganz zurückziehen und kann trotzdem den Löffel dabei entsprechend öffnen. Okay.